Willkommen zurück zu Project CO2. Weiter geht's. Wir müssen an der Uhr drehen. Irgendwie sowas. Wir haben seltsame Stimmen von dieser Tür hier gehört. Gucken uns das mal an. Ob sich da jetzt was verändert hat. Also früher lagen da nur zwei Puppen auf dem Boden, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und an dieses Ding da kann ich mich auch nicht erinnern. Wieso, wenn ich die Kamera mache, wieso kommt denn da jetzt so ein komischer Sound? Wegen dem Aufgeladenen oder was? Ja, könnte sein. Weil ich ja jetzt drei Punkte habe zum Aufladen. Einer ist... Oh, noch keine Ahnung. Shit, 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 wer bist du? Eine alte Oma oder was? Sieht aus wie eine alte Oma. Ah, wo bist du? Oh, nicht schon wieder so ein Geist, der ständig hinter mich erscheint. 32 Schaden? Na gut, 14er Film. Kein Wunder. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Irgendwo. Hier. Da hat es kurz ausgeschlagen. Oh Gott, da hängen die Puppen auch noch dazu. Oh, ist das eine Idylle. Ah, hi. Ein Oma-Geist. Die macht bisher nichts. Die steht nur da. Oh! Erscheint total random. Und verdrängt unglaublich viel. Ja, es... Was war... Nein! Nein! Was zur... Okay, ich kann die aber nicht einfangen, anscheinend. Ich muss mich um die Oma kümmern! Oh Gott, ist das... Übelst! Da habe ich einen lustigen Geist. Eigentlich müsste ich besser einen Film einlegen. Aber das kriegt man schon hin jetzt. Zero Shot. Jetzt ist wieder weg. Da. Geh mir weg. Ich mag dich nicht mehr, Oma. Du hast mit Puppen gespielt. Das war nicht nett. Oh nein, ich höre schon wieder dieses Puppengeräusch. Da fliegen sie wieder rum. Ich kann die nicht anvisieren, ne? Die. Nee, keine Chance. Schön wegbleiben, schön wegbleiben. Boah! Bitte, das macht gar keinen Schaden. Das macht nur Angst. Das ist einfach spannender so. Wo ist die Oma? Da. Schwaches Signal, aber reicht, oder? Nee, ich glaube, sie hat noch ein Fitzel. Mist. Nee, doch nicht. Wow, cooler Kampf. Auf dem Boden, wo der Geist war, liegt etwas. Glasaugen. Die Glasaugen einer Puppe. Von welcher Puppe sie wohl stammen? Ist das das Item, also das, was mir noch gefehlt hat? Für die eine Puppe, aber ich sollte doch an der Uhr drehen, etc. Für die Brücke. Puppennotiz 5. Der Geist ließ eine Notiz zurück. Erst muss die Puppe durch Erhängen sterben. Dann muss ich sie in den, ja, Höllenschlund werfen. Deshalb kontrolliert sie Arkane und versucht mich zu töten. Ich muss sie hineinwerfen, selbst wenn ich dabei durch den Erblinde. Meine Tochter muss erneut sterben. Und Arkane muss erneut den Schmerz des Todes ihrer Schwester erleiden. Wenn es das Ritual nicht gäbe, müsste niemand so etwas ertragen. Aber leider Gottes müssen wir das ertragen. Oh Mann, Puppenaugen. Und seit wann ist hier denn... Ja, ich glaube, das war schon immer so, oder? Habe ich wahrscheinlich nur kurz vergessen. Ich habe mir gerade eingebildet. Nee, da war nichts, okay. Ach ja, da liegt ja auch noch was. Oh, Power-Up-Linse Wechsel. Die Wechselwahlfunktion. Tausch Power-Up-Linsen. Ermöglicht mit Benutzung von drei Power-Up-Linsen auf einmal. Die ausgewählten Power-Up-Linsen können im Suchermodus durch das Drücken der L-Taste gewechselt werden. Das ist praktisch. Und noch eine Geisterkugel dazu bekommen. Sehr schön, aber wir haben ja erst unsere Kamera aufgewertet. Das reicht jetzt erstmal. Ja Mensch, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo ich überhaupt hin wollte oder hin möchte. Jetzt sind wir relativ am Anfang des Hauses. Ja, das war ein richtig krasser Kampf. Die Puppenaugen, ich weiß jetzt halt nicht, ob...
Ja, bevor ich jetzt wieder lang drum rum denke, überlege, werde ich einfach das ganze Haus nochmal absuchen. Mit Fokus auf die Uhren, die es hier und da gab. Und dann natürlich, wenn ich in den einen bösen, gruseligen Puppenraum wiederkomme, kann ich mal gucken, ob ich da eventuell Steinhofen vergessen worden. Er ist voll mit Ruß. Er ist wohl schon lange nicht mehr benutzt worden. Kann mich gar nicht erinnern, dass ich hier mal war. Scheint verschlossen zu sein. Ja, das wundert mich natürlich überhaupt nicht. Muss ich gewesen sein am Anfang. Ja, die Puppenaugen eventuell an der Puppe benutzen. Ich weiß nicht, ob das geht. So, das ist nichts Neues. Gut, hier geht's natürlich nicht weiter. Also klappern wir nochmal alles ab, dann übersehe ich auch nichts. Ah, sehr creepy. Ich liebe dieses Kapitel. Ist eigentlich das Beste. So der ganzen Inszenierung her. Die Suizidfrau, die Puppen, die Effekte. Das ist wahrer Horror für mich. So, da waren die kleinen Zimmerchen. Da muss ich jetzt nicht nochmal rein. Waren wir erst letztes Mal. Was war hier nochmal? Ach ja, verzogen, alt, geht nicht. Okay. Die zwei ersparen wir uns. Es flackert so komisch da hinten. Sieht aber eher nach Grafikbug aus. So, da drüben ist ja der Speicherpunkt. War da auch eine Uhr? Ich meine, die waren kaputt, aber das spielt vielleicht gar keine Rolle. Nein, also eine Uhr ist hier nicht. Es gab aber noch einen anderen Raum, wo eine war. Die Frage ist nur, wo? Hier. Ja. Hier. Das ist ein kleiner Umweg, aber versuchen wir mal hinzugehen. Ja, haben wir natürlich wieder einen Aufnahmecut gemacht. Wie war das nochmal? Eine auf die 3, eine auf die 9, ne? Viel mehr habe ich nicht verstanden. Ja, da war ich schon. Viel mehr habe ich nicht geblickt. Und wenn das dann nicht geht, dann können wir ja immer noch zur verfluchten Puppe gehen. Ja, sorry, wenn ich so oft jetzt auf die Karte gucken muss, aber ja, wir sind richtig. Andererseits, warte mal, die verfluchte Puppe, die war doch da drüben, oder? Moment. Ja, komm, dann gehen wir zuerst dahin, wenn wir eh schon in der Nähe sind. Vielleicht können wir der wirklich Augen geben. Puppenaugen. Weiß ja nicht. Probier's mal. Ach, ich kann mir einfach gerade gar nichts merken. Das ist mehr die Aufregung. Wie alles andere. Oh Gott, nee, wenn ich schon den Raum, wenn ich schon das höre, würde ich am liebsten wieder gehen. Fühlt man sich gleich so verängstigt. Oh ja, es funktioniert tatsächlich. Du hast der Puppe die Glasaugen eingesetzt. Du hörst ein Geräusch aus der Kiste hinter der Puppe. Zeig mal deine neue Kuckerschen. Ne, zeig sie mir nicht einmal. Boah, ey, ich würde das Ding niemals anfassen. Ich mir vorstelle, dass sie jetzt die Augen da reingemacht hat und. Boah. Hilfe. Es scheint jetzt zu funktionieren. Aha, welchen Knopf willst du drücken? Das linker, rechter Knopf, das war ja auch die Sache. Mit der Uhr, die eine Stunde. Na gut, aber ich habe hier keine Uhr. Ich schau mal, was passiert. Ah, jetzt verstehe ich. Die müssen sich ja anblicken. So war es doch. Die müssen sich anblicken. Okay. Wir sehen es ja. Oh Gott, ihre Hände. also die müssen sich anblicken. Okay. Die eine macht eine Viertel der Drehung, die eher nur so eine Achtel. Dann einfach irgendwann mal treffen, wenn ich das jetzt konsequent so weitermache. Irgendwann hat man noch einen gemeinsamen Nenner, oder? Oh. Oh, oh, nee, ich habe nur. Ich habe nicht unendlich viele Züge. Okay. Dann ist das natürlich. Jetzt habe ich nicht mitgerechnet, wie viele Züge ich haben darf. Ich guck mal, was beim rechten Knopf passiert. Aha. Ah ja.
Dann mache ich jetzt noch einmal rechts. Dann mache ich mal links. Ne, das wird auch nicht klappen. Nee, warte mal, was habe ich jetzt? Ich habe 2 mal 4. Ich muss mal rechnen, wie viele Züge ich machen darf. 6, glaube ich. Du drückst den Knopf, aber die Puppen bewegen sich nicht. Bewegen sie sich nur einige Male. Ich glaube, 7 Züge habe ich. 7 Züge. Okay. Wir probieren jetzt mal mehr mit rechts zu machen. Aber irgendwie ist es doch einerlei. Weil... ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das funktioniert nicht. Aber, warte mal, vielleicht auch 3 und 9, so wie die Uhrzeiger. Das würde ich hinkriegen, aber dass die sich angucken, kriege ich irgendwie nicht hin. Wenn ich nämlich jetzt noch einen... Nee, passt nicht wirklich. Aber das könnte man hinkriegen, dass die alle nach links und rechts gucken, so wie die 3 und die 9, wie es doch bei den Uhrzeiger hieß. Dann muss ich nämlich gar keine Uhr suchen, das wäre mir lieber. Das hätte ich jetzt fast hinbekommen. Und die, das hier gedreht ist, und links... Ja, die macht, obwohl, vielleicht kriege ich es auch so hin. Die macht ja richtig große Drehungen bei links. Die eine. So. Wenn ich jetzt noch einmal links mache und dann nur noch rechts, dann könnte das passen, oder? Ja. Wir schaffen es tatsächlich, dass sie sich angucken werden. Oh Gott. Als die Puppen sich ansahen, kam ein Geräusch von der großen Kiste. Ah! Hey, also... vor allem die links, ne? Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass die mich angreifen. Die andere, die ist verschwunden. Okay, alles ist verschwunden. Ich glaube, wir dürfen jetzt erstmal kämpfen. Oh, ich sehe es schon, ich sehe es schon. Du creepy Puppenkind. Wo ist deine Schwester? Greif mich wieder beide an. Na, der Kampf ist ja nichts Neues, aber er ist so gemein, weil sie immer hinter mich stiefeln. Ja. Und ich bin so tapfer, ne? Ich kämpfe hier mit meinem 14er Film. Nein, shit. Mist. Ich bin so tapfer. Na gut, ich kann es mir auch erlauben mit der ganzen Kräutermedizin etc. Spare ich mir lieber den teuren Film. Nein! Ah, du Bestie! Man kann sich halt auch nie sicher sein, ne? Wo bist du? Ja? Hä? Ich sehe gar nichts. Da ist er. Ja, beide jetzt verlangsamt, oder? Schießt euch recht. Jetzt machen wir einen schönen Zero-Shot hier. Wohl geht gar nicht. Wie sie kommen hier. Och, Mensch, jetzt sogar ein Zero-Shot jetzt. Aber das geht nicht. Ach, egal, komm. Schöner Doppel. Kommt sie. Ja! Fatal! Zero down! Einmal sowas und wir haben sie. Tschüss. Oh. Greift mich nicht nochmal an. Dort, wo die Puppen sind, stand, liegt ein schimmernder Kristall. Violetter Kristall mit Radio im Menü. Ja, klar. Oh nein, was jetzt? Befeuchten. Ich habe heute kein Glas, trinke aus der Flasche. Ich bin heute mal ein Flaschenkind. Wer von euch ist Flaschenkind? normalerweise benutze ich ein Glas, gerade beim Aufnehmen, aber sind gerade alle in der Spüle. Ja, wir haben unseren unterirdischen Durchgang, wahrscheinlich zur Erdbrücke. Hätten ja auch irgendwie die Himmelsbrücke öffnen können. Vielleicht hätte ich dafür sie eben nicht anschauen lassen sollen, sondern genau andersrum. Oder ich muss doch was mit einer Uhr machen. Oder ich habe es total verrafft. Auf jeden Fall, wir kommen weiter. Beschwere ich mich mal nicht. Ich überlege gerade, ob ich mir... sicherheitshalber, ich gucke mir jetzt nochmal die Uhr an. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt einen Unterschied macht, ob man die Himmelsbrücke oder die Erdbrücke benutzt. Im Zweifelsfall wäre mir die Himmelsbrücke vielleicht ein Tick lieber.
Aber das ist vielleicht jetzt schon zu spät. Ich weiß es nicht. Ich habe das mit dem Rätsel nicht so 100% kapiert, was die da immer meinten. Da ging es ja auch um den linken, rechten Knopf. Also ich denke schon, dass das das Rätselslösung war. Aber ich habe keine Ahnung, ob da eventuell was anderes passiert wäre, wenn die eben wirklich so Rücken an Rücken standen. So weit kam es ja nicht. Hier wollte ich nicht hin. Ich wollte eigentlich zu diesem... Genau, bin ich gleich da. Aber vielleicht haben wir auch alles richtig gemacht. Es gibt nur den einen Weg. Jemand, der das Spiel schon mal gespielt hat, der kann mich ja aufklären, wie das war. Letztendlich müssen wir uns ja so oder so für einen Weg entscheiden. Ich verirre mich schon wieder. Okay. Gerade nochmal kurz gucken, ob da irgendwas ist, aber ich glaube nicht. Das war bestimmt an dem Punkt das einzige Rätsel, was es gab. Hä? Ich bin hier falsch. Ich bin jetzt wieder hier. Oh, verdammt. Wo ist denn das, was ich meinte? Da. Ich bin schon wieder falsch abgebogen. Hey, das gibt's doch nicht. Aber diesmal laufe ich zurück, dann geht's schneller. Ja, irgendwie ist meine Orientierung komplett kaputt. In der Maus überhaupt nicht mehr durch. Ist einfach wirklich gigantisch groß, oder? Aber naja, das wird ja dann enden, wenn wir dann weitergehen. Genau, die Uhr, da geht nichts. Das ist zerbrochen, ja. Nee, nee, das war schon das Puppenrätsel. Ob es da zwei löst... Oh Gott! Ach, nee, ey. Ach, warum... Oh. Ich gehe sofort die Erdbrücke. Ich habe keinen Bock mehr, mich hier umzuschauen. Oh Gott. Nein, fall nicht schon wieder. Bleib hier. Och, Mädchen. Was soll ich denn mit dir machen? Ja, fall halt. Shit, hat die mich jetzt getroffen? Ich kann mich nicht bewegen. Ah! Ich hätte nicht im Suchmodus bleiben sollen. Es ist nicht lustig, wenn du da runterfällst. Ich begrab's. Nein, krabbel nicht rum. Ich mag das nicht. Oh nein, ich hab's nicht getroffen. Shit. Ach, da geht aber auch kein Zero-Shot, ne? Erst wenn es unmittelbar vor mir ist. Das will ich nicht zulassen. Oh nein. Wieder das gleiche grausame Schicksal. Ich habe den Eindruck, sie wird immer schneller, je weniger sie hat. Und noch einmal wird sie stürzen. So. Dramatisch. Ja, also das ist schon... harter Tobak. Ich kann es nur immer wieder betonen. Wie dem auch sei, ich gehe jetzt zur Erdbrücke. Wir machen weiter. Ich denke, wir haben alles. So, nochmal überlegen. Das war jetzt Puppenraum da hinten. Warte mal, haben wir filmmäßig noch was nicht geguckt? Ich meine, wir hatten geguckt, ne? Ja, ich meine schon. Da fehlen noch ein paar. Aber die finden wir vielleicht noch. Bin ich richtig? Ja. Bin ich mal gespannt, was uns da unten jetzt erwartet. Überhaupt nicht mehr einschätzen und bin genauso ahnungslos wie ihr. Oh, sorry. Nein, lass uns. Mit dieser automatischen Abspielfunktion. Die hat mich schon bei YouTube genervt. Gab's damals schon. Furchtbar. So. Jetzt aber. Hier ist eine Holzleiter. Hier kannst du hinunterklettern. Hinabsteigen.
Shit, wir müssen uns noch die Geistersteine einhören. Wir sind genau da, wo wir hin wollten. Nämlich in der unterirdischen Höhle. Mario hat bestimmt auch was Neues von sich gegeben. Nö, doch nicht. Okay. Violett. Hatte ich noch was? Vergesse ich manchmal. Okay. Los geht's. Kurz und knackig. Der Kristall gibt ein lila Schimmern ab. Im Raum der Zwillingen versteckt. So. Mal schauen, was uns hier erwartet. Die Höhle scheint auf der anderen Seite weiterzugehen, aber Steine blockieren den Weg. Es war wohl ein Einsturz. War das nicht das, wo ich das letzte Mal schon war? Von der anderen Seite? Nun gut. Die Erdbrücke, wie sie genannt wird, zum Höllenschlund führend. Oh Gott. Nein! Ja, Freunde, und wenn ihr gedacht habt, das ist schon das Maximum an Spannung, was das Spiel hier bisher erreicht hat, dann geht's jetzt, ohne die Kamera Obscura, erst richtig los. Und die Taschenlampe haben auch noch verloren. Prima! Du kannst den Sucher nicht benutzen, bis du die Kamera Obscura wieder hast. Das macht Sinn. Ja, Leute, wir sind jetzt erstmal in Kapitel 7, Sai. Das könnte das letzte Kapitel sein. Sind wir erstmal ohne unsere Kamera unterwegs. Wir können uns nicht wehren gegen die Geister, die jetzt kommen. Jetzt werden wir so richtig in eine... Oh Gott. In eine Opferrolle getrimmt. Indem es nur ums Fliehen und Verstecken geht. Na gut, eher ums Fliehen. Verstecken bringt in dem Spiel weniger. Es ist unglaublich gut, oder? Also, boah, ich will meine Kamera zurückhaben. Ich könnte ja mal, wir haben jetzt gespeichert, der Part ist eh gleich voll. Wir können ja mal gucken, was passiert, wenn wir runtergehen. Ob das Sai noch auf uns wartet. Oder eben nicht. Der Mechanismus klemmt. Du bekommst ihn nicht von dieser Seite auf. Toll. Das heißt, wir sind... definitiv jetzt erstmal ohne Kamera unterwegs. Und ohne Taschenlampe. Und die Karte, na gut, die verrät noch nicht einmal was, weil wir davon kein Gebiet haben. Es kann nicht unheimlicher sein. Ich kann mich jetzt nicht mal mehr in der Ego-Perspektive umschauen. Unter dem verhüllten Tuch siehst du Beine einer Puppe. Es, oh Gott, das wird jetzt so gut, ich sag's euch. Ich werde so innerlich... rumängsteln. Ja, schön. Geisterkugel. Bringt nur nichts. Können auch kurz ins Menü gucken. Hier. Natürlich weg. Kamera ist nicht mehr drinne. Neun Kapitel. Mario sagt auch nichts mehr zu mir. Prima. Das wird lustig. Auf dem Boden ist etwas. Kräutermedizin. Ja, danke. Davon werde ich bestimmt brauchen. Denn ab jetzt heißt es fliehen und nicht austreiben. Tja, da leuchtet was blau. Ich kann nur nichts mit anfangen. Oh Gott. Ah, nein! Nein, 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 nein! Ah, oh Gott! Ich wusste gerade nicht, ob die mich wirklich angreifen will. Jetzt aber weg. Ach Mädel, ich habe dir noch nie was getan. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ist das creepy? Ist das so creepy? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Oh, bitte, lass es hier weitergehen. Lass es hier... Shit! Nein! Yeah.
Instant Death. Obwohl wir diese Items haben, die uns nach dem Ableben wieder voll heilen, keine Chance. Wenn die uns einmal erwischt, sind wir des Todes. Das war unser erster Game Over. Bestimmt nicht der letzte. Ja, Freunde, ich freue mich hier schon sehr drauf, wenn es hier weitergeht. Ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Wenn es hier wieder heißt, Let's Play Project Zero 2.